950 Zuschauer in der Gießener Sporthalle Ost zum Basketball-Mittelhessen-Derby der laufenden Pro-B-Saison. Die Licher Basketbären in Rot und Tabellenführer zu Gast bei den VfB 1900 Gießen Pointers, derzeit Tabellenletzte in Weiß. Beide Mannschaften lautstark unterstützt von ihren heimischen Fans, ungeachtet ihres konträren Tabellenresultats von Anfang an auf Augenhöhe und getrieben von einem unbändigen Kampfeswillen und der Maßgabe, sich nur ja nichts schenken zu wollen, und das alles sich widerspiegelnd in dem Halbzeitresultat 42-44 für die Pointers. Im zweiten Durchgang weiterhin beide Mannschaften ohne Chance, sich abzusetzen. Immer und immer wieder wurden die herausgespielten Führungen wieder eingeholt und gipfelten in einem sensationellen 79-79 Gleichstand zum Ende der regulären Spielzeit. Das ist Moral dieser Mannschaft. Also wir haben immer gewusst, uns fehlt also ein bisschen, und das bisschen haben wir heute gefunden. Wer so dann allerdings meinte, dass damit der Krimi sein Ende gefunden hätte, hatte sich getäuscht. Und zwar gründlich. Denn in der anschließenden Verlängerung beide Mannschaften weiterhin Kopf an Kopf, Punkt an Punkt und bei einem Stand von 94-95 für die Pointers 1,6 Sekunden vor Schluss. Eine letzte Auszeit für die Gießener, letztes taktisches Aufbäumen von Chefcoach Dejan Kostic, dann Ball ins Spiel, Sebastian Rotaru auf Dennis Jepczynski, und der wirft aus der eigenen Hälfte über das halbe Spielfeld in den gegnerischen Korb. Endstand 97-95 für die Pointers. Also das ist also ein klassisches Derby gewesen mit also einer wahnsinnigen Dramatik zum Schluss. Also dann, wir haben also eigentlich immer an uns geglaubt. Wir haben geglaubt, dass wir das Spiel gewonnen, und das ist also eigentlich realisiert worden. Also ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich musste den nehmen, ich habe meinen Spielern gesagt, ich muss den nehmen. Ja, Glück halt, Glück, kann man nichts mehr dazu sagen. Dennoch, Dennis Jepczynski, Held dieses Abends, weil ihm ein Wurf gelungen ist, von dem Generationen von Basketballern nur träumen.